Ach, das hier hat nichts mit Schauspielerei zu tun. Ich bin schon. Ach was? Und wo ist dein Publikum? Du bist nur Schauspieler, wenn dir jemand zuschaut beim Spielen. Ich heiße Christine, ich bin Regisseurin für dieses Stück. Ja, die Konzeptionsprobe, die ist für mich als Regisseurin immer der aufregendste Tag tatsächlich, weil man kommt dahin, hat das Stück im besten Fall sehr intensiv gelesen, verstanden und hat ein Konzept dafür. Die Schauspieler, die so in ihrem Rhythmus sind und jede aller 6 Wochen eine neue Premiere haben, die hatten ja noch gar keine Zeit, sich so intensiv meistens damit auseinanderzusetzen. Das heißt, die tun das dann hauptsächlich erst in den Probenphasen. Aber ich als Regisseurin sollte das natürlich vorher getan haben. Und dieses Konzept dann da eben vorzustellen, das ist für mich immer sehr aufregend. Ja, es kann ja auch sein, dass direkt jemand sagt, nee, finde ich ganz mies. Dann steht man erstmal da, ne? Ja, hallo zu Hamsterblut. Ich freue mich sehr, hier zu sein. Ich freue mich auf die tolle Crew, die ich hier bekommen habe. Und ja, vielleicht zum heutigen Tag ganz kurz. Ich würde gerne jetzt erstmal das Konzept vorstellen, zusammen mit Alexia und Nina. Und dann eine Pause machen und danach einmal gemeinsam mit euch das Stück lesen. Ja, zum Konzept. Ganz allgemein gesagt, wir haben uns dafür entschieden, nach einem naturalistischen Konzept zu gestalten. Das heißt, alles soll möglichst realistisch sein, möglichst detailgetreu, sogar vielleicht ein bisschen übergenau und überecht, dass es ein bisschen übertrieben an der einen oder anderen Stelle wirkt. Da müssen wir aber schauen, das ist auch eine Frage der Dosierung. Ja, ein wichtiger Aspekt vielleicht noch ist das Blut an dem Abend. Ihr habt das wahrscheinlich durchaus im Stück schon mitbekommen, dass es sehr viel Blut gibt. Und es sei gesagt, wir experimentieren mit der Requisite fleißig an verschiedenen Blutsorten. Wir wollen ja nicht, dass jeder das Gleiche bekommt. Das wäre ja langweilig und es soll ja auch interessant riechen für den einen oder anderen und interessant schmecken. Ich bereite die Konzeptionsprobe immer sehr genau vor. Ich stelle mir ganz klar Ziele für den Abend. Ich glaube, das ist sehr wichtig. Was will ich mit dem Abend überhaupt erzählen? Es ist zwar immer das gleiche Zeug, aber es erzählt jedes Mal eine neue Geschichte. Wir nennen es Hamsterblut. Henning sagt, wir Simulationspatienten sind im Grunde sowas wie Versuchshamster. Mit dem einzigen Unterschied, dass man uns am Ende des Tages nicht abmurksen darf. Wir müssen noch nicht mal richtig bluten. Wir gehen nach Hause und duschen. Sieht verdammt echt aus. Danke, daran habe ich auch lange... Was? Unser Vater hat uns immer eine Geschichte erzählt. Hat uns oft eine Geschichte erzählt. Unser Vater hat uns oft eine Geschichte erzählt. Sein Großvater, also mein Urgroßvater, hat sie ihm erzählt. Und der Großvater seines, also meines Urgroßvaters, Großvaters, soll sie selbst erlebt haben. Er war ein Scheich. Mir gefallen Rollen am besten, die mir etwas zeigen. So über das, ja, vielleicht über das Leben. Aber das ist jetzt ein bisschen schwammig, ne? Also ich finde jetzt nicht, dass man jetzt alles irgendwie immer so Aha-Effekte habe ich nicht dauernd. Aber ich finde, es gibt Rollen, die solche, sowas in mir hervorrufen. Wo man was über das Leben lernt, über Philosophie oder so. Auch über Beziehungen zwischen Männern und Frauen und so und überhaupt zwischen Menschen. Und das sind so die liebsten Sachen, die ich so mache. Und der Großvater seines, also meines Urgroßvaters, Großvaters, soll sie selbst erlebt haben. Er war ein Scheich. Ja,
Sehr gerne. Ich erzähle sehr gerne Geschichten. Ich bin ja eigentlich Geschichtenerzähler. Das stimmt. Das war das beste Kompliment, was ich jemals bekommen habe. Ich habe ein Stück gemacht mit jemandem, der hat dann gesagt, du bist ein großartiger Geschichtenerzähler. Wenig später kam der Europäer mit seinem neuen Holz zurück und er hat wohl nicht schlecht gestaunt, dass er von seinem Werk nur noch verkohlte Überreste übrig war. Da bin ich jetzt zu löchrig, glaube ich. Also kann doch gerne das Trainingswegen weitermachen, ne? Also ich stört das gar nicht. Nee, alles klar. Kann man da auf dem Grünstreifen sitzen? Ja. Ja, das erste Mal mit Text auf der Bühne, das ist unglaublich aufregend. Weil die Dinge, die man sich wochenlang vorher selber immer nur im Kopf angehört hat, die werden dann endlich mal real. Man sieht endlich mal eine Person dazu, die das auch ausspricht. Und das ist unglaublich aufregend. Ich bin da immer ganz gespannt drauf. Ich kann es immer auch nicht erwarten. Ich freue mich total darauf. Ich glaube, für die Schauspieler ist es immer nicht so schön, weil die erstmal relativ in der Luft hängen und für die ist es meistens eher unerträglich, glaube ich. Die müssen immer erst über so einen Punkt dann hinwegkommen, dass es denen dann Spaß macht. Aber ich finde es ganz toll, dass endlich mal das zu hören und zu sehen, was ich mir da die ganze Zeit erstmal nur in meinem Kopf vorstellen habe müssen. Aber er hat die ganze Zeit nur gelacht, wie ein Kind. Wie ein Kind, das sich über einen Löffel Honig freut. Und selbst als sie ihm die Haut vom Gesicht abzogen. Oh Gott, das lieber zusammenhängt, was? Aber er hat die ganze Zeit nur gelacht. Wie ein Kind, das sich über einen Löffel Honig freut, selbst als sie ihm die Haut vom Gesicht abzogen. Und schließlich beendete mein Vorfahre, der Scheich, das Ganze und schnitt dem Europäer mit dem Dolch den Kopf ab. Mit seinem Dolch. Also mit seinem Dolch, den Kopf ab. Den verstümmelten Körper ließ er im Sand liegen. Den Schädel, den nahmen sie mit zu ihrem Stamm. Über ein halbes Jahr war vergangen. Ja, schön. Morgen. Wer sagt jetzt was? Ich sag was. Sie machen das hier wahrscheinlich nur, weil sie nicht vom Theater loskommen. Wenn man einmal Bühnenluft geschnuppert hat, ist das nicht mehr los. Einmal Schauspieler, immer Schauspieler, oder? Nicht wahr? Nicht wahr? Oder? Nicht wahr? Richtig? Richtig und nicht wahr. Ja, ja. Richtig und nicht wahr, okay. Also gedankliche Schärfe ist für mich extrem wichtig. Ohne dass sie einen einschnürt, dass man halt trotzdem die Möglichkeit hatte, erstmal mit diesem Material zu spielen und trotzdem dann aber zu dieser Schärfe letzten Endes, der gedanklichen Schärfe wieder zurückzukommen, um sich darauf zu fokussieren, worum geht's eigentlich. Das ist so meine Grundfrage, die ich auch immer am Anfang den Regisseuren immer stelle, worum geht's, was wollen wir hier machen und so weiter. Und letzten Endes ist es auch für meine Figuren, das ist immer meine Grundfrage, was will die Figur in der Hinsicht? Und diese gedankliche Schärfe ist für mich das Wichtigste, weil sonst eiert man mit irgendwelchen sinnlosen Spielen einfach so herum und man kommt zu keinem wirklichen Punkt. Organisch formuliert, dass du so sagst, machen sie wahrscheinlich, weil sie nicht loskommen vom Theater. Also das ist immer noch so. Weil sie nicht vom Theater loskommen. Ja, genau. Es ist jetzt schon ein Hammer, dass ich jetzt sage, so komisch von der, also jetzt von der Sache eigentlich so zu reden. Ich finde, was du erstmal so für dich von der Sache dass es langsam so kleine Bestellungen sind. Und wir gucken einfach, ich achte drauf, wenn ich merke, dass es irgendwie dann an Bedeutung verliert oder irgendwas komisch wird, dann sage ich Bescheid. Aber ich finde es besser, es kommt aus dir raus. Also das ist für dich klar. Also das eine wäre zum Beispiel, dass es sich immer wichtig findet, dass Schauspieler wissen, was sie sagen. Dass sie nicht einfach nur auswendig gelernten Text uns wiedergeben, sondern dass die Haltung dahinter stimmt, dass die Gedanken stimmen. Und dafür bin ich auch da als Regisseurin, dass wir die gemeinsam erarbeiten, herausfinden, überprüfen. Und das, würde ich sagen, ist tatsächlich für jede Inszenierung wichtig, da den Hauptaugenmerk drauf zu legen. Weil es nützt mir überhaupt nichts, wenn ich nur Text höre und
keine Meinung oder Haltung oder die falsche Meinung oder Haltung dahinter mitbekomme. Ich habe das mal so verstanden, ich habe nicht verstanden, dass du blöd bist, sondern ich habe das so verstanden, das hast du mir gar nicht gesagt. Kommt die mit dem Kind auf? Ich habe das eigentlich ein bisschen als Erstgegenbewegung gelesen immer. Ich habe das gar nicht gelesen, dass er... Ja, aber was würde mir das bringen? Wenn man den Antrieb der Figur noch nicht so richtig verstanden hat, dann kann man auch sie nach außen nicht so wirklich heraustragen, weil sie noch nicht ganz einfach im Ganzen irgendwie so besteht. Also es ist eine Findungsphase, die manchmal simpel und manchmal einfach auch sehr hochkomplex ist. Das hier hat alles nichts mit Schauspielerei zu tun. Hm. Also Marie sieht das ein bisschen anders. Tust du das? Ich bin der Freund der klaren Linie und das ist mir tatsächlich auch bei jeder Inszenierung wichtig, dass ich den Zuschauer mitnehme auf eine Reise, der er folgen kann und er nicht völlig verwirrt und zerstört dasteht und sich fragt, was sollte dieser ganze Abend eigentlich? Zählt jetzt im Kopf? 1, 2? 12, glaube ich. Achso, warte mal, ja. Nach Erdbeersoße hast du jetzt gerade im Kopf noch 1, 2 gezählt, dann mach mal 3, 4. Ja, mach 4. Ich persönlich bin ja auch ein großer Fan von Choreografien. Und wenn sich diverse Choreografien einlösen, das heißt, in unserem Fall ist das ja die Arbeit mit den Blacks. Das heißt, wir mussten da relativ viel choreografieren in den Blacks, damit niemand über den anderen stolpert und auch man alle Gegenstände damit hinnimmt, wo sie hin sollen, damit, wenn das Licht angeht, ein großer Überraschungsmoment für das Publikum da ist. Und erstens liebe ich diese Arbeit, dieses Choreografieren. Und zweitens, wenn sich's dann noch einlöst, dann bin ich auch sehr glücklich. Aber ich glaube, das ist so ein Faible. Ist das hier der Terroranschlag? Ja, schon. Ja, genau, da sind wir schon beim nächsten Thema. Das finde ich nämlich wirklich wichtig, dass wir das nochmal rausholen. Erstmal dieser Kontakt zu ihm interessiert sich nicht so. Ne? Von oben herab, die erfahrene Schauspielerin das Gespräch mit ihr suchen wollen. Ja. Ja? Wirklich auch, nein, meine Liebe, da hast du leider was völlig falsch verstanden. Also bei ihr bleiben und wirklich erst bei diesem Empathie-Ding. Das scheint ein Thema zu sein, damit kann er irgendwie bei dir so punkten, dass er zumindest das Gespräch zumindest öffnet. Mhm. Und wo ist das Publikum? Meine ist ja als Schauspieler, wenn einem jemand zuschaut beim Spiel. Die Studenten sind unser Publikum. Ach nein, meine Liebe, da hast du wirklich etwas völlig missverstanden. Die schauen uns nicht zu. Ganz im Gegenteil. Wir schauen denen zu. Also wenn ich ein Stück bekomme, dann lese ich das und natürlich habe ich erste Ideen zu Bühne, zu Kostümen, zu Requisiten. Aber ich kann das ja nicht alleine entscheiden und ich will es auch gar nicht alleine entscheiden. Es ist immer besser, wenn man im Team zusammenarbeitet, weil man oft Dinge nochmal besser beleuchtet, nochmal überdenkt und auch gemeinsam nochmal neue Ideen entwickelt. Hat mich anscheinend nicht verstanden. Ja, wundert dich, dass du mit ihm geredet wie mit Yoda. Was kann der Junge wollen? Bestimmt ein Flüchtling, der sich verlaufen hat. Flüchtlinge verlaufen sich nicht, die haben GPS. Aber hier ist doch alles abgesperrt. Als ob ich die Typen von irgendwas abhalten würde. Die lassen sogar Tiere neuerdings nicht mehr so ohne weiteres sein. Den fuchsigen Kungo und den niedlichen Waschbären, lauter süße kleine Zeitgenossen, weil die nämlich in unserem eigenen Wald, unseren eigenen Viechern das Leben zur Hölle machen. Oh. Ihnen die Nahrung wegfressen, die Weibchen bumsen. Oh. Aber keine Idee da? Weiter Text. Hey Duda, wer bist du hier? Du bist hier rein. Hey Duda! Ja, okay, stopp. Wer
Wenn ich nicht Schauspieler geworden wäre, hätte ich wahrscheinlich arbeiten gehen müssen. Ja, und dann dadurch, dass... Nee, du kommst von der Wand. Hey, pass! Black? Ja. Ne? Das ist gut, wenn der als einziger lacht. Der lacht über den Witz. Und dadurch dreht ihr euch nicht. Nein, das ist gar nicht. Ich komm schon, Leute, der war doch echt. Und jetzt merke ich, dass mal der gelacht hat. Und dann, Ja, das ist immer cool. Ja, erstmal finde ich es großartig, dass man überhaupt am Theater Sachen machen darf, für die im bürgerlichen Leben teuer bezahlt wird. Dass man also mal machen darf und eben, wie gesagt, andere Leute geben da sehr, sehr viel Geld aus. Und was mir dann auch wieder vor Augen führt, dass wir trotz aller Erschwernis und aller Jammerei doch nach wie vor eine ziemliche Luxusposition haben. Der Schauspieler hat recht. Was soll denn passieren? Wir sind 5-1. Also fragen wir ihn. Da bist du ja schon da. Guten Morgen. Wir müssen noch was organisieren. Ja, organisieren. Wir wollen ja jetzt heute nur dir das Blut über den Kopf gießen, um zu schauen, wie viel wir irgendwie. Ja. Also wie das gemacht wird. Wie. Ich habe jetzt nochmal dieses hier von uns. Also ich glaube, wir fangen so an, dass wir so ein bisschen so einmal so oben rüber schütten. Dann soll es so ein bisschen laufen. Ja. Und dann wird aber gar nichts extra auf die Klamotten gemacht. Also das, was von oben kommt, das soll dann hier oben so ein bisschen reinlaufen. So. Also was ist denn so grundsätzlich der Plan? Ich werde hinter der Bühne irgendwie zugerichtet. Ne? Die Arbeit mit so viel Blut, davor hatte ich wirklich Respekt, weil ich das noch nie gemacht habe und ich bin auch überhaupt kein Blutfan. Ich gucke keine Splatterfilme, keine Horrorfilme, ich finde es abartig. Ich verstehe auch nicht, wieso Leute das gerne gucken. Und dann habe ich so gedacht, oh Mann, das ist eine ziemliche Herausforderung für mich, die da eigentlich überhaupt keinen Spaß dran empfindet, jetzt sowas zu machen. Was, Amo auch und alles? Wird sich ja dann zwangsläufig ergeben, weil die... Warte mal, ich würde jetzt mal... Erstmal die Füße. Guck mal, was du gemacht hast. Ey, alles dreckig. Ich helfe dir gleich beim Putzen, Nicole. Okay? Nach wie vor finde ich, ist es eine große Herausforderung auch für die Schauspieler aufgrund des vielen Bluts. Also damit umzugehen erstmal, weil die Bühnensituation ist einfach anders. Die Bühne ist dadurch glitschig und feucht, aber auch die Klamotten, der Körper wird nass dadurch und es trocknet teilweise aber auch an. Das sehe ich auch und da habe ich auch versucht, möglichst feinfühlig damit umzugehen, weil ich auch nicht möchte, dass nun alle immer nach der Hamsterblutvorstellung krank im Bett liegen. Somit ist die Herausforderung definitiv immer noch da gewesen, aber sie war viel schöner, als ich sie mir vorgestellt habe. Ich kenne halt leider wirklich jemanden, der am Amt arbeitet und immer mit Lila das so macht. Ja, so lila geschminkte Augen, lila Fingernägel, lila Brille. Oh! Und schwarz hochtupierte gefärbte Haare. Und ich muss leider immer daran denken, deswegen stoppt mich, wenn es zu viel ist. Aber ich finde das super. Ich finde es so witzig, ja. Melanie ist eine Sozialamtsangestellte, die Anträge, und zwar die Ermäßigungsanträge für Krippen und Kindergärten bearbeitet. Und sie ist, gibt sich sehr viel Mühe mit ihrem Äußeren. Also sie ist schön geschminkt und hat Ohrringe und schöne lange Fingernägel. Und das Ganze ist aber nicht immer sehr geschmackvoll. Aber ich glaube, sie findet das schön. Was ist los? Grün ist so krass, ja. Pink dann eher, pink. Oder? Und wenn sie dann noch so ein rosa Oberteil hat. Ja, fein hier noch. Ja. Dann können wir nämlich diese Ecken hier alle wegmachen. Und ich kann den ja mal umheften. Ja. Dann kann man das mal besser sehen. Und die Hose mal umheften, dass man das alles mal hinterher besser sieht. Ja? Weil aber ich finde, ich mag wirklich eigentlich diese Größe, damit wenn man die Augen so schön sieht. Ich finde, ich mag die jetzt ein bisschen altbacken. Die mag ich auch. Da muss man wahrscheinlich noch ein bisschen so mit den Hauttaschen so ein bisschen. Ja. Lecker.
Na, ist dann immer da. Doch, da ist noch eine. Ich mache das so, dass ich die Requisiten mir schon überlege, was hätte ich gerne, egal ob sie im Stück drinstehen oder nicht drinstehen, aber was hätte ich gerne, womit möchte ich gerne proben, und dann mache ich Listen und die gebe ich schon frühzeitig an die Requisite, sodass, wenn ich hier ankomme und loslege mit den Proben, dass schon mal Probenrequisiten auf jeden Fall vorhanden sind. Und dann gibt es im Laufe der Zeit ein Requisitengespräch, das ist meistens nach 3 Wochen. Und da wird dann nochmal besprochen, wie soll jetzt genau welches Blut riechen, wie soll welches Blut aussehen, welche Farbe soll der Trolley haben, also da geht es dann ins Detail. Okay, ihr wolltet ja Blutorangensaft, es gibt es tatsächlich nicht. Wenn, dann müsstest du, habe ich dir ja gezeigt. Aber du hast es so cool draufgeklebt jetzt bei dem, ne? Ja, ja, das wenn du das für dich okay ist, dass wir das da so aufkleben. Ja, ich hatte das so als Ersatz, ich hatte das da. Der ist schon weg. Achso. Der ist schon weggesucht. Nee, lieber so ein Discounter-Teil. So ein Discounter-Tetra-Pack. Mhm. Und dann ist es jetzt auch egal, ob das Orange ist oder Kirsche. Kirsche ist auch nicht schlecht. Ach, guck mal, Christina hatte vorhin noch eine Capri-Sahne mit Kirschgeschmack. Ja, das Capri-Sahne wäre auch gut, cool, ne? Das passt doch ganz gut. Ich fände das lustig. Ja, wir nehmen Capri-Sahne-Kirsche. Für alle bitte. Für alle, ja. Für das ganze Team. Viele meiner bekannten Menschen, auf die ich treffe, außerhalb des Theaters, ach, du hast ja mit Kostüm zu tun. Du hast ja mit Perücken zu tun. Nee, ich habe weder mit Perücken zu tun, noch mit Kostüm. Es sei denn, sie spielen als Requisit mit auf der Bühne. Ein Requisiteur ist jemand oder eine Requisiteurin ist jemand, die die jeweiligen Gegenstände, die ein Schauspieler bespielt, so sagt man, zur Verfügung stellt, organisiert, wie auch immer, einrichtet für ein Theaterstück, damit die Schauspieler damit handeln können, um das Stück eben dementsprechend zu gestalten. Deutschmann möchte mal einen Blick in deinen Mund werfen, wenn du gestattest. Unten am Strand ist es ruhig gefahren. Melanie spielt im Rahmen dieser Hamstertruppe eine Schwangere, aber sie ist nicht wirklich schwanger, sondern sie hat ein Kissen umgeschnallt, was sie auch vorzugsweise bei längerem Warten als Nackenkissen benutzen kann. Machen wir mal einen Schluss, ja, oder? Ja, sehr gerne. Und apropos Vater. Was? Was macht der eigentlich so, der Timmy-Vater? Gibt's den irgendwo, den Timmy-Vater? Das ist so verletzend, so demütigend. Aber ich wehre mich, ich frage zurück. Was? Also nee, hier so. Ich wehre mich, ich frage zurück. Was wird denn mit meinem kleinen Timmy, wenn er auf der Welt ist? Geht er direkt in den Klinikmüll? Oder bekomme ich ihn mit? Jedenfalls, das ist Timmy. Timmy ist immer in der 25. Woche. Ich habe noch ein Brötchen. Haben Sie Hunger? Da wollte ich noch eine Bitte an Jenny und Rudi. Ich kann mich jetzt nicht mehr 100% erinnern, wie ihr es macht, aber ich fände es auf jeden Fall super, wenn ihr die Brötchen an der Stelle rausholt. Ja, ich bin Nina Sievers. Und ich bin 27 Jahre alt und ich bin Ausstattungsassistentin für Oper, Schauspiel, Ballett. Und ich bin jetzt seit 2,5 Jahren hier im Haus. Die Aufgaben einer Bühnenbildnerin bestehen vor allem natürlich darin, sich zu überlegen, wie das Stück
aussehen kann. Also erstmal einen Rahmen zu schaffen für das, was gespielt wird auf der Bühne. Vor allem natürlich in Absprache mit der Regie, Ideen zu entwickeln. Ach so, ja, das war nämlich schon klar. Das wollte ich wissen, alles klar. Das war übrigens sehr lustig. Ich rufe jetzt Henning an. Ah, nee, was? Ja, klar. Die kleinen Standards muss man immer mitnehmen. 9 Uhr. Kannst du versuchen, dein Bein noch anzuschalten? Die Stimmung bei uns im Ensemble ist sehr gut jetzt hier, glaube ich. Also gerade in unserer Produktion. Es hat sehr, sehr viele wirklich schöne Proben gegeben, wo man merkt, dass alle trotz der vielen Arbeit, die sie halt sonst noch leisten, gut vorbereitet sind. Also, ob ich dann noch, ob ich hier, damit du besser ausweichen kannst, vielleicht mache ich wirklich noch ja, dann machen wir mal so, damit du auch aber Bernd, ich würde entweder nur dreckig oder nur vollgewichst, aber ich bin ja auch vollgewichst. Ja, das man muss ja aus Situationen auch wieder rauskommen. Wenn man sich schon verspricht. 9 Uhr! Das Einzige, das ist tatsächlich auch, wie soll man sagen, Lernprozess über die Jahre, dass sich bei mir auf der Probe sofort ein Schalter umlegt. Ne? Also dass ich dann merke, ich bin jetzt irgendwie kreativ und es fällt mir meistens auch was ein. Da kann man sich eigentlich fast drauf verlassen, dass das passiert. Und eigentlich auch fast jeder Probe. Jules, okay. Achtung, Jules, bist du bereit? Ja. Alles klar, dann es ist Black. Unser Vater hat uns oft eine Geschichte erzählt. Sein Großvater, also mein Urgroßvater, hat sie ihm erzählt. Und der Großvater seines, also meines Urgroßvaters Großvaters, soll sie selbst erlebt haben. Er war ein Scheich. Damals, vor vielen, vielen Monaten, sind die Europäer schon einmal in meine Heimat gekommen, um dort gegeneinander Krieg zu führen. Um dort gegeneinander zu kämpfen. Engländer, Franzosen, Italiener, Spanier, Russen, Deutsche. Sie alle sind in... Ich bin doch völlig bescheuert. Ich muss nochmal anfangen. Marco, mal ganz kurz, erklär mir nochmal bitte, warum du diesen Großvatersatz unbedingt brauchst. Diesen langen. Naja, es war jetzt einfach. Nee, weil einfach mit dem vor vielen, vielen Monaten anzufangen, ist ja eigentlich total schön. Okay, wenn ich sage vor vielen, vielen Monaten. Aber kann er nicht dann trotzdem? Unser Vater hat uns oft eine Geschichte erzählt, damit man weiß, dass das. Ah, der, den willst du auf jeden Fall. Ja, den okay. Schon, aber dann diesen wirren Großvatersatz. Okay. Also, unser Vater hat uns oft eine Geschichte erzählt. Wir sind hier oben auf der Probebühne doch sehr beengt und unten im Studio ist viel mehr Platz. Also man sieht die Schauspieler aus einer viel größeren Entfernung und man merkt dann auch teilweise, dass man manche Details gebaut hat, die totaler Unfug sind, weil die sieht man teilweise gar nicht. Schauen wollen, wo kann Marco stehen, dass Yvonne ihn sieht als Erste? Dann müsste ja dann eigentlich hier irgendwo sein, weil Marie geht ja hier ab, dann geht sie woanders hin. Ich kann ja auch hier irgendwo drauf. Also. Nee, Marie, wir sollten hinter die Mauer gehen. Das wäre total schön. Also mit dem Winkel, ein schönes Örtchen. Ja, und wir sind aber erst über die Hälfte hinaus schon mit den Proben. Und jetzt fängt es an, dass es dichter wird und dass man so langsam ein Gefühl davon kriegt. Gerade Rudi steht ja hier, Claudia sitzt hier und Jenny hier. Und wenn du entweder hier in der Lücke bist oder hier in der Lücke bist, ist alles gut. Mhm. Aber wenn du auf Lücke dich stellst, mhm. wenn du das irgendwie einschätzen kannst, okay. mhm. dann verdeckst du auch niemanden. Ja. Aber es hat funktioniert, also du standst ja. von niemandem. Und auch unsere Probebühne hier oben, die ist ein bisschen kleiner. Uns haben pro Seite haben uns 50 cm hier noch gefehlt. Das heißt, wir haben auf einem viel engeren Raum geprobt. Und die Sachen konnten sich unten jetzt auf der Studiobühne viel mehr entfalten. Die haben viel mehr Raum bekommen. Und auch dieser Unterschied, der war toll zu sehen. Und ehrlich gesagt bin ich über den auch sehr froh. So wie jetzt die letzten Tage, ist es halt total schön zu sehen, was ich mir vorher schon im Kopf gedacht habe, welche Situationen sich ergeben könnten, welche Zonierungen dann wirklich eingenommen werden. Das ist natürlich super, wenn es dann funktioniert und man sieht es das erste Mal, auch wenn es noch total im Probenprozess steckt, aber das ist total schön zu sehen. Oder wenn Dinge benutzt werden und es funktioniert so, wie man sich das vorgestellt hat. Wenn das Licht angeht, wäre es mir recht, dass das Gespräch ganz natürlich startet, dass ihr direkt loslegt. Und das Problem ist da, glaube ich, immer ein bisschen, dass
Werner ja, dass du auf dieser Straße stehst und die Mädels da hinten sind. Diesen ersten Satz, an wen richtest du? An Jenny, ne? An Jenny geht er, ja. An Jenny. Und jetzt habe ich schon gedacht, bei mir wäre das halt lieb, du würdest so stehen, dass du den schon auf sie richten kannst. Und damit, also dass man quasi ganz natürlich startet und dass eigentlich, wenn du den Satz gesagt hast, der erste Lacher wahrscheinlich kommt, weil sie einfach sehen, oh Gott, wie sieht denn der aus und was hat der jetzt gesagt? Und dass Yvonne, mein Vorschlag wäre, wenn Yvonne noch hier bleibt, wenn du gar nicht die Position wechselst im Black, dass er dann eine Motivation hat, sich umzudrehen und vielleicht noch zu dir zu sprechen, damit dann die Seite noch was von ihm hat und darüber lachen kann. Und dann kannst du ja auch rübergehen. Weil wir wollen ja, ich meine, so einen kleinen Moment brauchen wir wahrscheinlich, bis das steht. Und dann eben sofort, ich bin mir aber sicher, dass das hier der Amoklauf ist, der Terroranschlag ist beim Flughafen. Und das, bisher bin ich Ihnen ein bisschen so in Sie reingetan. Genau, ne? Und genau. Das sollte ich, glaube ich, besser nicht tun. Nee, ne? Das wäre halt, dass es nicht geht. Ah, okay, ich sehe ihn zwar kurz, und aber das Gespräch geht sofort los. Ich bin aber sicher, genau, dass ich quasi diese Pose ein bisschen länger halte. Ich mache nicht so gerne Textproben. Also ich hasse das eigentlich, im Kreis zu sitzen und Text zu machen, finde ich langweilig. Oft. Manchmal nützt es auch was, aber ich weiß nicht. Selten. Also, dass wir die, du hattest sie drin und ich habe sie wirklich auch wahrgenommen. Und ich ist eben so, wie man so den Zugang findet. Hier in dem Stück finde ich es sehr schwer zum Beispiel. Aber weil ich auch nicht so oft gewesen bin bis jetzt. Weil die Rolle kommt ja erst so im zweiten Drittel oder im dritten Drittel sogar. Und dadurch hat man erstmal lange keine Berührung. Und die anderen sind schon sehr weit auf der Bühne, im Stück. Und man selber, also ich bin dann halt dazugekommen. Und ja, ich halt, also bis jetzt finde ich, ist es noch ein bisschen, ich finde da langsam rein jetzt so. Unser Vater hat uns auch eine Geschichte erzählt. Und sein Großvater, also mein Urgroßvater, hat sie ihm erzählt. Und der Großvater seines, also meines Urgroßvaters Großvaters, soll sie selbst erlebt haben. Er war ein Scheich. Ja, gut. Dankeschön. Man denkt, sie wollen jemand pinkeln. Theater und die Abkürzungen. Eine TE ist die technische Einrichtung. Da gibt es zwei davon. In der ersten Endprobenwoche gibt es eine. Das heißt, da wird das Bühnenbild original aufgebaut. Da sind aber manchmal noch nicht alle Teile hundertprozentig da, weil manches ist vielleicht noch nicht fertig oder manches wird auch noch mal überdacht. Ja, Kostüm- und Bühnenprobe. In anderen Kreisen wird sie, glaube ich, AMA genannt. Das ist ja auch wieder von Haus zu Haus verschieden. AMA, alles mit allem. So habe ich das mal gelernt. Das heißt, da kommen jetzt also Kostüme und Bühne und Maske zusammen. Das heißt, die Schauspieler haben erstmal alles, zum ersten Mal alles im Original. Man kann halt jetzt machen, sie hätte sich so hingesetzt und macht sich das so drumherum, legt sich halt hin und es ist irgendwie drumherum. Oder wir sagen, also das wäre für dich, glaube ich, erstmal das Angenehmere, weil du nicht gleich vor dem ganzen komplettes Stück da drin liegst. Oder natürlich, klar, sie hat so, also wir machen bereits eine Blutlache mit der Technik vor und du legst dich rein. Das wäre Variante 2, die halt geht. Also da würde ich ehrlich gesagt erstmal auch sagen, was dir lieber ist. Ja, ist mir egal. Also ich glaube, es ist eher was, das eher erzählt. Also ich glaube, wenn man das so macht, würde man wahrscheinlich einfach da was hinkippen und uns reinlegen, vielleicht noch so machen. Oder? Ja. Also will ich jetzt auch sagen. Der Zeitpunkt wäre dann kurz vor Beginn. Kurz vor Stück Beginn, also vor der Einlass ist vor Einlass, würden wir es nicht machen. Halt die Frage, können wir das so machen wie gerade besprochen, dass alle anderen Gespräche draußen stattfinden und wir hier ganz in Ruhe die ganzen Blutsachen klären können? Bitte. Kostet aber was. Das ist einfach anstrengend, wenn noch ohne Gespräche in die Frage, aber das Geld wird einfach dann hinterher. Einfach. Also mir hilft beim Arbeiten, wenn es eine sehr ruhige Probenatmosphäre gibt. Das heißt, wenn die Fenster geschlossen sind, kein Lärm auf dem Gang, keine Kollegen, die rein und raus marschieren, während wir hier proben. Ich bin da sehr eigen. Ich liebe es, diesen disziplinierten, sehr fokussierten Umgang mit den Proben. Deswegen
bin ich auch ein großer Fan von sehr strukturierten Proben. Keine unglaubliche Verlängerung der Probenzeiträume. Das ist für mich ganz furchtbar, wenn man dann, eigentlich ist 14 Uhr Schluss und dann sitzt man noch bis 15 Uhr, weil man halt irgendein Thema nicht durchgekaut bekommen hat. Das ist überhaupt nicht meins, sondern ich habe eine klare Probenzeit, in der handle ich das ab und das ist mir auch total wichtig. Man muss nicht überziehen. Man kann die Gedanken mitnehmen und dann geht man die nächste Probe neu an. Ich meine, wollen wir mal Folgendes ausprobieren? Wir legen dich mal hin und machen wirklich erstmal die Variante drumherum. Gucken wir erstmal, wie das aussieht und was das schon mal für eine Schmuddelei bringt. Genau. Und wenn wir merken, das sieht sowieso mies aus, wir brauchen direkt komplette Lache, dann können wir ja noch auffüllen. Ja? Sollen wir das mal so probieren? Das drumherum, also das müssen wir einfach noch kräftiger kriegen. Ja. Aber dass sie gar nicht so 100% da drin liegt, finde ich auch nicht so übel. Bei manchen Sachen zum Beispiel ist es so, dass die sich erst in der Probe entwickeln. Also wie genau brauchen die Schauspieler es, um damit umzugehen, wie wir uns das gedacht haben? Oder muss es doch anders sein, weil das gar nicht mehr so funktioniert? Muss man irgendwo hochkommen? Muss man das so oder so bewegen können? Das sind natürlich erstmal so technische Details, die total wichtig sind für mich, auf einer Probensituation dann zu sehen. Man muss es erstmal sehen. Carsten ist langsam ran. Sollen wir das ein bisschen dicker machen? Ja, ja. Ich finde schon, dass man mit all seinen emotionalen und geistigen Mitteln so dran sein sollte, dass man das irgendwie so für sich selber erleben kann. Und wenn man es selber erlebt, dann kann es auch das, dann kann es auch das Publikum erleben. Ah! Was ist los? Wer ist das? Mein Auftritt? Bin ich dran? Wieso schreien Sie denn so? Hören Sie doch auf zu schreien. Hier ist doch niemand taub. Gerade wenn man älter ist oder älter wird, dann überlegt man, wie bin ich überhaupt dazu gekommen? Auf die Idee Theater. Wie bin ich nur hierher gekommen? Meine Familie, die hatte nichts mit Theater zu tun. Und ich bin alleine darauf gekommen. Ich meine, ich bin immer älter geworden. Am Anfang war ich jung, dann waren die Regisseure älter. Dann irgendwie hat es sich gerade ausgeglichen. Dann werden die Regisseure natürlich und auch die Kollegen jünger, weil ich immer älter werde. Und das ist ja ein Prozess, den man auch lernt. Und natürlich kann ich vom ganz jungen Regisseur, der vielleicht sogar gerade anfängt, was lernen und kann das ganz toll finden. Kann natürlich auch sein, dass einer, dass mal ein Regisseur da ist, der furchtbar angibt und sich überschätzt oder so. Er kann schon mal ein bisschen härter werden, ne? Dass man denkt, meine Güte. Ne? Also das, aber grundsätzlich ist es schön, wenn es zusammenwächst, beides jung und alt. Bloß auf die Idee, dieser Typ, der könnte Henny sein. Ist das Henny? Na komm! Wer ist Henny? Das ist doch nicht Henny. Klar, war ich schon bei anderen Theatern. Also das ist irgendwie, glaube ich, jetzt so das letzte Theater. In meinem Alter, irgendwann hört man ja mal auf, dann hat man seinen Hafen gefunden und ich würde es jetzt, das Kieler Theater, als meinen Hafen bezeichnen. Bin ich auch. Ich hoffe, dass ich nie in die Situation komme, aber kann man sicherlich auch. Du, und wenn, ist es ja immer die Frage, ob man selber das dann so aktiv mitbekommt oder ob es für einen dann einfach die akute Realität ist. Ne? Also ob man da wirklich denkt, ist alles okay. Ja. Und die GP, ja, die Generalprobe. Ich habe mal gelernt, dass man die GP so behandeln soll wie die Premiere, nur dass man nicht applaudieren darf. Das heißt, es sollte alles original laufen, man sollte nicht mehr eingreifen. Man sollte im besten Fall danach eigentlich auch keine Kritik mehr machen. Ich halte mich da dran, ich möchte kein Unglück. In der ganzen Geschichte ein bisschen länger dich doch überzeugen lassen, dass der ganz cool ist. Wenn du da die andere Seite nochmal mitnehmen könntest, die Quasi-Lona-Seite sozusagen, wie Fabian da ja irgendwie sagt, es geht ja nicht nur darum, die Leute zum Heulen zu bringen, es geht um ein bisschen mehr, um Menschen, um dich und mich. Und das, finde ich, trifft es irgendwie ganz gut. So empfinde ich diesen Abend. Ich finde es toll. Ich wünsche euch viel Spaß damit. Wirklich tausend Dank, dass ihr diese Reise mit mir gemacht habt. Vielleicht wirklich, ich gebe euch nochmal auf den Weg, einfach nur nehmt die Figuren immer ernst, stellt euch nie drüber, denkt an diese Arena-Form, nehmt alle Leute mit, vertraut auf die Figuren, dann seid ihr auch auf der sicheren Seite und dann
deine warme Stimme. Der Tag der Premiere ist bei mir recht unterschiedlich. Also es kommt so ein bisschen auf die Rolle an. Natürlich, wenn man eine tragende Rolle hat, dann merkt man schon so, oh Mann, warum tue ich das hier? Das ist total bescheuert. Gurke, Frischkäse mit Himbeer-Johannisbeermarmelade, Frischkäse mit Wurst und Radieschen und Frischkäse mit Tomaten und Gurke. Also es gibt den Moment, wo ich spüre, dass ich eine Rolle gefunden habe, wenn ich merke, dass sie eine gewisse Sprache hat, die ich nicht mehr so als meine empfinde. Also wenn sich die Figur ein bisschen dadurch von mir, von dem, wie ich privat rede, einfach ablöst. Ich gebe jetzt meine Hose nicht kaputt. Oh. Ich sag mal schon. Jetzt geht's wieder weg. Ah ja, haben wir schon? Haben wir schon? Haben wir schon, haben wir nicht noch. Nein. Na. Haben wir noch gestern Abend? So, ich habe Marco jetzt nicht mehr gesehen, aber... Toi, toi, toi. Es ist nicht schön. Überhaupt nicht schön. Man stirbt 1000 Tode. Das Tolle ist, ich habe ja mittlerweile doch an der Seite von einigen Regisseuren arbeiten können und es geht allen so. Und das beruhigt mich. Aber schön ist es nicht für die Außenwelt. Überhaupt nicht. So, dann betrinkt euch mal ordentlich. Aber fangen wir mal raus von der Bühne. Ich meine, natürlich kann man was empfinden, aber ich bin mir... sicher, also aus eigener Erfahrung, dass es Abende gibt, wo man also selbst was empfindet dabei, wenn man das sagt. Und dann, dass es Abende gibt, wo man denkt, ach scheiße, was muss ich noch sagen, wann ist es vorbei? Und wenn eine Pause ist, denkt, Mensch, hab ich Hunger oder ich hab Durst oder irgendwas oder mein Gott oder wie. Also das ist unterschiedlich. Also es muss halt feststehen, ne? Aber das... das Einstudierte ist das Echte, da wird als echt verkauft. Ist der direkte Umgang mit den alternativen Fakten. Also, dass man eben die Wahrheit eben nicht immer so ist und das andere ist die Unwahrheit oder es nicht nur eine Wahrheit gibt, sondern es gibt fünf Figuren, also fünf Wahrheiten. Fünf Figuren, fünf Eindrücke.
Gesichtsbrust. Es wäre jetzt natürlich gelungen zu sagen, dass man jedes Stück gleich mag, aber so insgesamt ergibt sich dann irgendwann so ein Manegenreflex, dass so auf den letzten zwei Wochen ist man eigentlich loyal und marschiert dann da durch bis zur Premiere. Entschuldigung. Kollegen mal zu mir gesagt haben, also wir gucken unsere eigenen Stücke nicht, wir verkrümeln uns ins Bistro oder wir hören nur zu, dann habe ich immer gedacht, Mensch, das kann man doch nicht machen, man muss doch sehen, wie das Publikum reagiert, das ist doch das Interessante daran. Ja, aber jetzt bin ich selber in der Situation und ich kann es auch nicht. Oh, das war ein Erfolg.